So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge. Ich mag gerade meinen Pop-Up-Schutz, ist mal wieder ein bisschen schief, so wie öfters jetzt. Oh, kein Kontakt drin, das ist doch so ein Affe. Ich bin ja in deinen Runden reingegangen, ich wollte schon vorhin reinkommen. Aber da hatte ich das Problem, dass ich eben mein Aufnahmeprogramm nicht wollte. Und ja, jetzt hat er eben keinen Kontakt angemacht. Ich weiß aber auch nicht, was er sonst nicht angemacht hat, weil ich gerade ein bisschen zu bescheuert war, nachzugucken. Ich habe in der Zeit was anderes mal angeguckt. Und zwar weitere Videos von der Modelleisenbahnwelt Hamburg. Und zwar dieses Gabels Tagebuch. Also folgenden Grund, ich finde es extrem krass, was da alles an Technik dahinter steckt. Und ich freue mich so extrem drauf. Ich habe gedacht, vielleicht kann meine Schwester mitkommen, aber leider kann sie nicht mitkommen. Wir haben niemals gemeinsam frei, deswegen ist es ein kleines Problem. Aber so fahre ich alleine, habe noch ein bisschen Ruhe für mich selber. Wir können ja mal gucken, wie das dann wird. So, jetzt gucken wir mal, kommen wir erstmal hier ordentlich durch. Ja, es geht schon. Und sauber rüberkommen. Nice. Freut mich. Ja. Erstmal willkommen wieder hier zurück. Es ist ein kein Kontakt drin auf einer Map, die wir schon kennen, mit doppelt RP. Keine Wette auf mich gesetzt, aber wenn ich das so sehe, hätte ich das was machen können. Alter Junge, was soll das heißen? Wir haben schon vorhin extrem genervt, dass der Ende mal losmachen soll. Der hat die ganze Zeit gewartet, alle waren drinne. Der hat nicht Go gemacht. Ich wollte auch schon gehen, weil es doch schon irgendwie nervt, wenn keiner kommt. Aber schon okay. So, ja, was gibt es denn für Themen? Ich hoffe mal, ich konnte gestern die Parts nicht ordentlich schneiden. Ich habe das auch im Video vor dem Video gesagt gehabt. Und zwar waren das die Rollercoaster-Videos. Ich muss wieder welche machen, ein paar Videos. Und ich habe extrem wenig Zeit im Moment. Ich habe eine 6-Tage-Woche. Je am Samstag, Sonntag früh. Meine Videos reichen bis Montag, wenn ich gut bin. Oder, ja, ich glaube bis Montag. Für Sonntag möchte ich noch ein bestimmtes Video aufnehmen, weil er erst Advent ist. Dann kommt noch ein Video, dann noch ein bisschen Arbeit reinsetzen. Dann hatte ich das Jahresvideo schon mal gemacht. Dann bin ich ja Weihnachten, bin ich nicht da. Das heißt, ich bin ab dem 15. wahrscheinlich schon nicht mehr da. 15 bis 26. Eigentlich müsste ich jetzt nutzen, um bis Ende des Jahres komplett auszukommen mit Videos. Das ist mein kleines Problem. Aber irgendwie kriege ich das schon hin, glaube ich mal. Weil im Moment habe ich immer alles hinbekommen, aber guck mal, wir haben jetzt noch nicht mal Dezember, das heißt, ich müsste 30 Videos im Moment fast aufnehmen, schneiden, hochladen innerhalb von 15 Tagen. Darf mich dann nochmal reinsetzen, weil ich dann nochmal, nachdem ich wieder da bin, bis, sage ich jetzt mal, bis zum 30. oder 31? 31. Also 31 Videos müsste ich knapp machen. Dann wieder auch, mich hinsetzen muss, hatten jetzt der Kalender für nächstes Jahr schon. Ja, ist egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann muss ich mich wieder hinsetzen und einen Haufen Zeit an den neuen Videos verbringen. Es ist so ein Hin und Her. Es macht mir Spaß. YouTube macht mir Spaß. Man hört es auch immer meiner Stimme. Ich hoffe mal, man hört das wirklich, dass ich extrem viel Spaß habe. Kein Sound ist auch ein Sound. Danke. Und im Moment bin ich so, dass ich ein bisschen was an Muskeln versuche zu trainieren. Ich nehme auch im Moment ab. Vielleicht nicht auf die gesündeste Weise, aber ich nehme gerade ab. Und daran hänge ich mich ja auch so ein bisschen, dass ich das auch nächstes Jahr alles durchziehe. Und ich trainiere nicht viel. Ich will hier kein Bodybuilder werden. Ich möchte nur ein bisschen Muskeln haben, ein bisschen anzugeben, ihr wisst ja. Und jedenfalls muss ich da mal gucken. YouTube nimmt da doch schon ziemlich viel Zeit mit weg für Videos, die ich größtenteils schneide. GTA ist natürlich so ein Video, was ich überhaupt nicht eigentlich schneide. Battlefield ist nicht so ein Video, was ich nicht schneide. Stimmt, das habe ich auch noch ein Video da, was noch hochgeladen werden kann. Und sonstige Projekte werden bei mir größtenteils geschnitten, weil sie Stummzeiten haben, sagen wir es mal so. Sie haben Zeiten, in denen man überhaupt nichts sagt, in denen man warten muss, darf. Oder ja. Oh, ist das eklig. Da war ein Huckel. Da war ein scheiß Huckel.
Ich bin eine halbe Minute vor dem ersten, zweiten. Also das ist... Der letzte macht mich zwar ein bisschen komisch, der elfte, was das heißt, aber... Ist doch... Guck, hä? 1,9, dann 59. Ist irgendwie ein bisschen komisch, aber... Mir relativ egal. Wie gesagt, wir sind erst mit einer halben Minute Vorsprung. Wir können zwei, drei Fehler können wir machen und haben trotzdem noch... Ich glaube, da hat einer keine Lust mehr zum Fahren oder zum Fliegen. So. Scheiße. Komm, komm, komm. Ja, ich habe ja sowieso schon andere Games noch geplant, aber dazu im Jahresvideo mehr. Die Videos möchte ich jetzt noch nicht bringen. Die werden vielleicht auch überhaupt nicht geschnitten. Das sind 1, 2, 3 Videos vielleicht. Drei Sachen, die nicht geschnitten werden. Oder drei Projekte, die ich momentan hier noch bringen möchte, später woanders. Dann habe ich ja noch die Livestream-Sachen und die werden ja auch nie geschnitten, aber sind eben anderer Kanal. Ja, wie gesagt, das sind so kopfzerbrechende Sachen, aber alles, glaube ich, mal kein Problem. Weil ich glaube mal schon, dass wir das hinbekommen. Oh, jetzt ist er sogar schon eine Minute hinter mir. Krank. So. Aber ich hätte gedacht, so, ja, eigentlich habe ich relativ viel Zeit, aber anscheinend ist es doch nicht ganz so, dass ich viel Zeit habe. Hallo. Da wurde erstmal überrundet. Ich weiß mal nicht, welcher Platz da war. Vielleicht ist es der 11. Ich glaube, da hätte ich das Spiel schon aufgegeben. Also allein der 10. der kann nicht mal aufholen. Der 9. auf den 8. kann noch aufholen. Also 7 bis 9 können sich aufholen. Der 6. auf den 5. ist schon knapp. Ja, und der 3. auf den 1. Auf den... Der 4., 3., 2., eben so die Runde. Ich weiß mal nicht, wie sie gezählt werden, aber so ungefähr... können sie sich auch noch aufholen. Oh, da hat einer das Spiel verlassen. Da hat einer keine Lust mehr gehabt. Naja. Ist ja alles super. Vor allem, wir haben ja Kollision aus. Eigentlich ist es ziemlich geil in der Map. Hm. Aber eben nicht lustig. Und da hat eben Aufholen aus. Das merkt man. Also eigentlich wirklich, wer jetzt mich überholen möchte, hat eigentlich theoretisch keine Chance mehr. Ich glaube, mir fällt gerade ein, GTA schneide ich ja doch. Die Stelle, die dann gleich kommt, dass ich 3 Stunden warten muss, das Rennen beendet ist. Ja, ich weiß, ich hätte weiter oben anfangen müssen zu fliegen. Oh, das geht schon. Sieht man eigentlich? Ne, man sieht nicht das Geld. Du musst, glaube ich, auf Escape gehen. Das will ich jetzt nicht machen. Oh, hätte ich bloß Geld auf mich gesetzt. Ich frage mich, ob andere auch Geld auf sich gesetzt haben. Und ich krieg auch relativ gut Geld. Also 10 Leute, doppeltes AP. Jo. Ich glaube, das ist schon okay. Das dürfte schon gut sein. 8 Minuten, das würde ich sagen, lass mal als ein Part. Da, wie gesagt, der Stressfaktor gerade bei mir ein bisschen das Thema ist. Da kann ich dann noch eine Runde aufnehmen, vielleicht sogar zwei, wenn es ein bisschen kürzer ist. Und dann kann ich die beiden Videos schneiden. Hochladen mache ich dann erst später, weil ich dann auf Arbeit darf und noch essen möchte. Noch Mittagessen, gucken, was der Fleischer vielleicht hat. Ein fertigen Essen, also selbstgemachten Essen. Sonst hole ich mir... Was sonst? Wo? Gone. So, weiter hoch, weiter hoch. Ich möchte nicht nochmal über diesen scheiß Huckel. Aua. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Aber...
Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ah nee, warte mal, es kommt ja dann noch die Endsache. So, da sind wir Erste geworden nach... Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt fast 3 Minuten, glaube ich, gewartet. Es sind nach und nach immer wieder Leute geleftet und 43.000... Ja, macht schon Spaß, 43.000. Na gut, Leute, da würde ich sagen, denn dieser Ausraster, den sehen wir immer wieder gerne, deswegen hoffen, dass wir den nächsten Mal auch wieder sehen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, guckt beim nächsten Mal wieder vorbei. Alles ein Daumen nach oben natürlich. Keiner hat Wetten gesetzt und wir sehen nochmal beste Runde. Insgesamt 11 Minuten habe ich hier und dann, ja, nochmal die Sekunden abzählen. Also, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mentor Support. Ciao, ciao.